Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf dem Jägerhof. Ja, es geht um den Krampe-Bandit 800 vom Kyosho. Recht schickes Gerät, zumindest von dem, was er machen kann. Also der hat die Kapazität 40 bis 50.000 Liter, kostet 76.650 Euro und kann so gut wie eigentlich alles beladen. Leider ist die, die Beschreibung auf Mod-Hoster, nicht so ganz der Hit. Steht drauf, was er halt für Fruchtsorten kann, aber mehr steht auf Mod-Hoster leider nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns den jetzt einfach mal an. So, da ist das gute Stück schon. Ja, was mir leider als erstes aufgefallen ist, ich finde, er sieht so extrem künstlich aus. Also, so, als würden dem, ja, so die Konturen fehlen. Ja, also, das sieht so sehr plastisch aus. Die Zapfwelle sitzt da auch nicht so ganz richtig drin. Die zieht irgendwie da nicht bis hinten rein. Ja, also ich weiß nicht. Also ich habe immer. Also ich finde, er sieht sehr künstlich aus. Ich meine, er hat coole Funktionen, gar keine Frage hier mit Ladestandsanzeige und so. Ist cool und gar keine Frage. Auch das, ja. Auch die Texturen drauf sind nicht die hochauflösendsten. Aber irgendwie, wenn ich ihn so angucke, er sieht halt so. Ja, noch nicht fertig aus. Also sehr, sehr plastisch. Ja, so frisch aus dem Editor gezogen, so ungefähr. Tut aber nicht zur Sache. Mir geht es eigentlich so ein bisschen um die Funktion, die ich euch ganz gerne zeigen würde. Also wie gesagt, Blinker funktionieren alle, so wie auch die Rundumleuchte, die hier unten verbaut ist. Dann haben wir einmal diesen Aufsatz hier. Ja. Dann gibt es noch den zweiten, das ist dieser hier, da sieht er so ein bisschen aus wie der Krampe aus dem 13er, den wir schon kennen. Und dann gibt es noch den, mal gucken hier, was kann der denn? Achso, man kann ihn Höhen verstellen, okay. Und dann gibt es noch diesen hier, diesen Aufsatz. Den finde ich zum Beispiel etwas cool, denn man kann das hier selber abdecken. Also mit der Taste M und K, also mit M kann man es zuklappen und mit K auch wieder aufklappen. Finde ich recht cool. Aber auch hier sieht man leider, dass an den Texturen irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also das obere sieht einigermaßen okay aus, aber die Seitenteile hier, man sieht es, die sehen halt sehr, ja, eben nicht schön aus. Ja, das ist, also wenn das noch so ein bisschen abgeändert wird, dass die Texturen alle etwas besser kommen, dann könnte das richtig schöner. Also ich meine, die Empfehlung hat er eh schon, so ist nicht. Aber ja, das sind so Sachen, die mir halt direkt dann ins Auge fallen. An sich so vom Fahrverhalten her erst rein, schwankt nicht oder so, kommt auch nicht komisch rüber. Also wie gesagt, sehr schöner Hänger. Ich hoffe, dass in den nächsten Versionen dann noch paar Verbesserungen kommen. Aber wie gesagt, ich finde die Idee mit dem Auf- und Zuklappen hier finde ich echt klasse. Und das ist auch die Füllstandsanzeige hier vorne. Also das finde ich echt klasse. Aber wie gesagt, wenn diese Texturen und dass er nicht ganz so. Ja, also man sieht es auf dieser Seite hier, ja, da sieht man die leicht hier, als wäre da gar nichts. Ich meine, vielleicht liegt es jetzt auch im Licht, aber. Ja, da doch, da hat er sie dann. Ja, dann liegt das Licht, aber wie gesagt, er sieht halt sehr, sehr extrem rot aus. Also das nimmt sehr viel Kontur weg. Ich weiß nicht, ob es so die beste Farbe dafür ist. Ob man vielleicht ein bisschen dunkleren nehmen sollte oder so, dunkleres Rot. Ansonsten wirklich schöner Mod. Gar keine Frage, auch hier animiert. Richtig schönes Ding, wie gesagt, mit der Klappe hier oben, das ist eine super geile Idee. Bedankt euch beim Modder, ansonsten findet ihr den Link zum Mod und in der Videobeschreibung. Ansonsten schaut ihr eh schon über Mod-Hoster. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Mod- und oder Map-Vorstellung wieder mit dabei.